So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist der Wochenspruch für diese Woche und ich begrüße Sie damit alle ganz herzlich zu dieser Wochenandacht am Mittwochabend. Schön, dass Sie dabei sind. Gott ruft uns alle bei unserem Namen, er kennt uns, wir werden von ihm direkt angesprochen. Wer auch immer wir sind und wo auch immer wir uns gerade aufhalten mögen. Das ist im Moment mitten in den Ferien ja so eine Frage, ob wir gerade im Urlaub sind, ob wir zu Hause geblieben sind, ob wir mitten in den freien Tagen stecken oder am Arbeitsplatz jetzt die Stellung halten. Gott jedenfalls verspricht, ich bin auch da. Ich kenne dich und weiß von dir. Und du kannst deine Straße fröhlich gehen. So feiern wir im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lassen Sie uns beten mit Worten des Wochenpsalms 139. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich lese uns einen Vers aus dem Lied »Weit wie das Meer ist Gottes große Liebe«. Weit wie das Meer ist Gottes große Liebe, wie Wind und Wiesen, ewiges Daheim. Freiheit bekamen wir uns zu bewegen und zu Gott Ja zu sagen oder Nein. Weit wie das Meer ist Gottes große Liebe, wie Wind und Wiesen, ewiges Daheim. Und ich lese uns auch einen Reisetext zur Reisezeit, zur Ferienzeit aus der Apostelgeschichte im 8. Kapitel. Das ist ein Lesungstext des vergangenen Sonntags. Der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu setzen. Philippus aber tat seinen Mund auf und predigte ihm das Evangelium von Jesus Christus. Und als sie die Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Amen.
Liebe Gemeinde, liebe Zuhörenden und Zuschauenden, ich habe es ja eben schon gesagt, eine Reisegeschichte zur Reisezeit, die begleitet uns heute. Denn es ist Sommer um uns herum, Urlaubszeit, Ferienzeit. Viele sind jetzt unterwegs, manche schon wieder zurück, andere noch voller Vorfreude. Einige sind in diesem Jahr Corona-bedingt gar nicht erst weggefahren oder zumindest in Deutschland geblieben. Andere haben sich trotz aller Einschränkungen ins Ausland aufgemacht. Wie auch immer das bei Ihnen sein mag. Es sollen jedenfalls die schönsten Wochen des Jahres werden, so lauten die Versprechen der Reiseindustrie. Wochen, in denen man ausbricht aus dem Alltäglichen, Neues und anderes und Fremdes erleben kann. Die Sehnsucht ist groß, etwas zu tun, wozu man sonst eigentlich eher nicht kommt. Und dazu gehört auch zum Beispiel Stille zu sein, den eigenen Gedanken zuzuhören, ins Gespräch zu finden mit Gott, um dann auch zu sich zu kommen. Gerade nach der anstrengenden Zeit des Corona-Lockdowns, die von außen ja eher wie eine Pause wirkte, aber doch so viel Nachdenken und sich umstellen und anstrengen bedeutete, tut das ganz gut. Damit neue Kraft da ist für die alltägliche Lebensreise und wir alle unsere Wege fröhlich und mit Lebensmut gehen können. So wie der Kämmerer aus Äthiopien in unserer Geschichte eben, von dem das ja zumindest am Schluss gesagt werden kann, dass er seine Straße fröhlich zog, also voller Kraft, durch und durch glücklich, mit einer Energie, die nicht so schnell verebbt. Am Anfang des Textes war das überhaupt noch nicht abzusehen, denn der Text beginnt im Grunde mit der Rückkehr von einer Reise. Da, wo es öde ist, sagt die Bibel, in der Wüste, mitten im Stau also, am Flughafen, wenn der Heimflug gerade gecancelt worden ist und die Kinder anfangen zu quengeln. Wenn der Urlaub nicht das gehalten hat, was er versprochen hatte. Am Ende seiner Reise begegnen wir einem Afrikaner und nicht irgendeinem, sondern dem Finanzminister aus Äthiopien. Er hat einiges auf sich genommen, nicht um sich im Urlaub zu erholen von seinen anstrengenden Finanzgeschäften, sondern weil er auf der Suche ist, nach Antworten, nach dem Sinn seiner Lebensreise, weil er auf der Suche ist nach Gott. Über 1500 Kilometer Reise liegen hinter ihm und das nicht im klimatisierten Flugzeug, sondern durch die Hitze Afrikas. Sein Weg hat ihn bis nach Jerusalem geführt, um anzubeten. Aber im Tempel wird er nicht weit gekommen sein. Als Verschnittener, wie es damals hieß, als Kastrat, wurde ihm höchstens erlaubt, in die Vorhöfe des Tempels zu gehen. Und trotzdem hat er sich nicht entmutigen lassen. Er hat sich eine Schriftrolle gekauft, sozusagen als Reisesouvenir, und liest jetzt auf dem Nachhauseweg. So lernen wir ihn kennen, so rollt er sozusagen vor unsere Augen. Ein lesender Mann in einem Wagen, der seine Neugier noch nicht verloren hat. Die Reise seines Lebens ist anscheinend gescheitert, aber der Afrikaner da mit seiner Buchrolle wirkt trotzdem nicht enttäuscht, sondern eher gelassen und vertrauensvoll. Offen dafür, dass es immer noch zu einer Begegnung mit dem Glauben und auch mit Gott kommen könnte. Und das passiert ja genau dann auch. Gott handelt an allen Erwartungen und an allem Gewohnten vorbei. Ein Engel und der Geist Gottes helfen mit, dass sich dann plötzlich zwei sehr unterschiedliche Männer mitten auf dem Weg, mitten in der Wüste treffen. Der Afrikaner entdeckt einen Glauben, wie er ihn sich vorher gar nicht vorstellen konnte, und er lässt sich taufen. Er lernt Gott auf völlig neue Weise durch Jesus Christus kennen. Und er zieht seine Straße fröhlich weiter. Vielleicht gelingt Ihnen das auch in diesem ganz besonderen Jahr, in dem der Urlaub wahrscheinlich anders verläuft, als Sie das gewohnt sind. Das kann einen enttäuschen oder auch gerade offen machen für ganz Neues. Meine Familie und ich haben zum Beispiel in diesem Jahr Schleswig-Holstein noch mal ganz neu entdeckt, auf Wanderwegen und Pilgerpfaden. Ohne stressige Anreise, ohne Ferienwohnungen, die am Ende doch nicht halten, was sie versprochen haben im Katalog. Dafür mit viel Zeit füreinander, mit frischer Luft, Bewegung, die das Herz bewegt und mit Nähe zu Gott in seiner schönen Schöpfung. Wir ziehen unsere Straße jetzt wieder fröhlich weiter und ich wünsche Ihnen, dass das für sie auch möglich ist. Amen. Lassen Sie uns beten.
Jesus Christus, du bist die Quelle. Du erfrischst unseren Glauben. Bewahre uns vor eingefahrenen Wegen. Lass uns im Urlaub und auf unserer Lebensreise nach dir fragen. Schenk uns Lebensfreude, Gelassenheit und Zuversicht. Du rufst uns bei unserem Namen. Wir bitten für Namenlose, Verfolgte, Abgeschriebene, Opfer von Gewalt und Krieg. Stelle ihnen Menschen zur Seite, die tragen, helfen und Kraft geben. Du schenkst uns deinen Geist. Wir bitten dich für Suchende, für Menschen, die zweifeln, bedrückt sind oder verunsichert. Für alle Kranken und für alle, die sich vor Krankheit fürchten. Schenke Geistesgegenwart und Hoffnung. Gott, du kennst uns, wie wir sind, auf Reisen oder zu Hause, im Ausland oder gar nicht weit entfernt. Lass uns in der freien Zeit nach dir fragen und nach dir suchen und lass dich von uns finden. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in diesen Abend und in die kommende Nacht als Gesegnete Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.